Hallo allerseits, es ist der 19. Juni 2018 und ja, dieser Tag ist für das Auf Distanz Goes Baikonur Projekt irgendwie auch noch ein bisschen ein besonderer Tag. Es gab ja schon mehrere besondere Tage, die Reise hat stattgefunden, sie war großartig, da sage ich gleich noch ein, zwei Dinge dazu, aber heute ist dann noch ein weiterer Teil zu Ende gegangen, nämlich die Crowdfunding-Kampagne bei Indiegogo. Die habe ich auf Anfrage während der Reise um 2 Wochen verlängert. Diese 2 Wochen, die sind jetzt um und es hat sich bis zum Schluss gelohnt. Es gab bis zum Schluss Unterstützung. Es sind gestern noch Unterstützungsgelder eingegangen und diese ganze Unterstützung, die dieses Projekt bekommen hat, sowohl jetzt eben monetär als auch aber auch positives Feedback, haut mich total um. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr da so dabei wart, mitgefiebert habt bei der Reise, euch zurückgemeldet habt und dass ihr natürlich auch mir für die Reise etwas Geld mit in den Hut geworfen habt. Das macht die Sache möglich und daraus werde ich auf jeden Fall noch schöne Sachen machen. Wir haben uns abgestimmt, der Pablo, also mein Sponsor von der Bewuta und ich, dass wir die Sache per Überweisung noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Denn Plätze für den Reisebericht gibt es eigentlich noch genug und wer also sich noch irgendwie beteiligen möchte, kann das weiterhin tun. Das ist kein Problem. Da bitte ich dann nur eben vorher um Kontaktaufnahme, dass wir so ein bisschen abstimmen können. Aber ansonsten, die Unterstützung lag schon über meinen Erwartungen. Es ist wirklich toll gelaufen und ich freue mich wahnsinnig drüber. Danke nochmal. Vielen Dank. Ja, die Reise war eine großartige Reise. Es gibt ein paar Bilder da auf dem Bildschirm, die ich dort während dieser Reise gemacht habe. Da gibt es so viel zu erzählen und ich freue mich schon wahnsinnig auf den Reisebericht mit euch in Köln. Da kann ich schon mal eben was zu sagen. Der Termin ist ja so grob angesetzt für das erste Halbjahr 2019. Das ist ja von einem externen Faktor abhängig und es ist im Moment nicht sicher, ob dieser Faktor noch greift. Wenn dieser Faktor wegfällt, können wir die Sache vielleicht auch eher machen. Aber das mache ich dann natürlich nicht ohne Abstimmung mit euch, weil natürlich sollen möglichst viele Leute auch teilnehmen können. Wenn das geklärt ist, melde ich mich auf jeden Fall nochmal wegen der Koordination für den Reisebericht. Ansonsten läuft die Vorbereitung im Moment für die Aufkleber und die Dankeschön-Postkarte. Da hole ich im Moment Angebote ein und die erste Ladung Aufkleber ist auch schon bestellt. Die kommen aus dem Ausland. Und da möchte ich euch noch bitten, allen, die Aufkleber und oder Reisebericht gewählt haben, mir ihre Adresse zuzuschicken, zukommen zu lassen, sofern das bei Indiegogo nicht schon passiert ist, damit ich euch das dann problemlos zuschicken kann. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Der Podcast, der ausgesprochen gut angekommen ist, zusammen mit Pablo und Peter, der läuft erstmal weiter. Mal schauen, wie lange wir noch Interessantes zu erzählen haben. Da wird jetzt kurzfristig noch eine Folge remote laufen. Das heißt, wir schalten uns zusammen übers Internet und erzählen, wie es uns seit der Reise so ergangen ist. Und wir haben auch eine Idee für die übernächste Episode, aber darüber erzählen wir dann im Podcast weiter. Was während der Reise nicht ganz so gut geklappt hat, war die Sache, während der Reise zu bloggen. Da hat der Schlafmangel einfach so dermaßen zugeschlagen, dass dafür nicht noch Zeit da war. Ich bin einmal im Hotelzimmer im Stehen quasi eingeschlafen, zum Glück vor dem Aufprall wieder wach geworden. Da war also neben dem Podcast einfach keine Zeit mehr übrig. Aber das ist natürlich noch eine Sache, über die man sich so auch noch ein bisschen freuen kann. Ich werde die Homepage natürlich nach und nach ergänzen. Ich werde die Reiseberichte noch schreiben, nach und nach. Und dann kommen natürlich auch noch Bilder mit dazu, denn Bilder habe ich eine ganze Reihe und die möchte ich euch natürlich mit euch teilen, denn ihr habt es ja ermöglicht. Ja, dann gibt es einen kleinen Umbau der Homepage, den sieht man noch nicht ganz so deutlich, ein Teil davon ist noch versteckt, aber die Sache kriegt noch ein bisschen andere Struktur, dass man so ein bisschen besser nachschlagen kann, was an welchem Tag gelaufen ist und wo.
Das dauert jetzt noch ein kleines bisschen, weil die Woche nach der Reise war ich so nicht ganz gesund, ich war nicht ganz fit, habe mich da erstmal ausgeruht und jetzt in dieser Woche geht es dann jetzt richtig los mit der Nacharbeit. Und da liegen auch noch ein paar Termine an in der nächsten Zeit. Am kommenden Donnerstag, den 21. Juni, bin ich im Sendegarten zu Gast. Zum Sendegarten gehöre ich sowieso ein bisschen, aber da wird das Hauptthema sein auf der sogenannten Gartenbank, wird also das Projekt Auf Distanz goes Baikonur sein und ich werde über unsere Reise und den Podcast erzählen, den wir da produziert haben. Da kann man auf jeden Fall reinhören. Weitere Informationen gibt es da unter sendegarten.de und dort kann man auch live zuhören und mitchatten. Wer da Interesse hat, im Chat bin ich auch da und versuche dann auch gerne Fragen zu beantworten. Ein weiterer Termin ist der 6. Juli. Da gibt es ein Podcaster-Innentreffen in Essen im Unperfekthaus. Und das ist ein Termin, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich bin sowieso jedes Mal gerne da, aber an diesem Termin werde ich Pablo und Peter wiedersehen. Das heißt, da ist also das ganze Podcast-Team aus Baikonur wieder vereint und vielleicht nehmen wir dort sogar noch am Nachmittag eine Podcast-Folge auf. Wir müssen mal schauen, wie es passt. Aber im Moment sieht das ziemlich gut aus und wie gesagt, da freue ich mich schon mächtig drauf. Ja, ich schaue noch mal eben auf meinen Spickzettel. Es gibt noch ein Treffen Podstock. Da werden einige von uns auch noch mit dabei sein. Da gibt es unter podstock.de noch weitere Informationen. Das sind so Dinge, die in der nächsten Zeit anliegen. Und der Rest ergibt sich jetzt schnellstmöglich nach und nach. Ja, das ist eigentlich das, was ich heute hier erzählen kann. Ich möchte noch mal sagen, vielen, vielen Dank allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Die dabei waren, mitgefiebert haben und danke natürlich auch an meinen Sponsor, an den Pablo von der Bewuta IT. Danke an den Marc für die Unterstützung in Sachen Videos und danke an Martin, Nikolas und Reinhard aus der Podcast-Community, die ja dann beim Reiseberichtabend auch mit dabei waren. Ihr alle habt das mit möglich gemacht und mitgetragen und das ist fantastisch und ich freue mich darauf, das mit euch ein bisschen zu feiern. Ja, dann schaut auf die Homepage, hört euch den Podcast gerne weiter an. Ich würde mich freuen und vielleicht sieht man sich ja in Köln. Dankeschön.